So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play ETS 2 Multiplayer. An der Städtereihenfolge hat sich ein bisschen was geändert. Wir fahren jetzt erst noch nach Paris. Da ist der Sorry. Max wieder der Führer. Jawohl. Und jetzt sind es immer Jawohl, noch der Führer. 2246 Kilometer. Und der Max gibt jetzt Gas. Dann der Nepo. Wenn die Feststellbremse offen ist. Und dann ich und dann der Thomas. Ich dachte, ich muss hier bleiben. Ja, kannst du auch machen. Der nette Mann Okay, bleibt nein, stehen, finde ich Spaß. toll. Ein sehr netter Mann. Der Kerl ist sozial. Ich würde ja gerne hupen, weil das kommt wieder irgendwie blöd rüber. Ich hab gehupt. Ich auch. Ich hab's jetzt gelassen. Hey, Grünphase, Badges. Wie brav der auf alle gewartet hat. Ja, ne? Pinky, also Max, so weit ausholen musst du jetzt auch wieder nicht. Doch. Normalerweise darfst du nicht ausholen. Wenn Ja, die gut, wir dürfen es. Straße, in die du einbiegst, breit genug ist, dass du da ohne Probleme auch so reinfahren kannst. Ja, von eigener Ding her, von eigener Einschätzung, ob sie breit genug ist, hab's halt nicht so einschätzend gefunden, ne? Eher so ausschätzend. Ja. Von Schätzerei her. Langsam fahrt ihr mal durch die Kreisverkehre. Entschuldigung, ich fahre nur so Sorry, weit, schnell wie 10 mein Vorausfahrender. Center. Mach's ja nur. Platzcenter. Plazenta, ja. Oh Liter Rosa. Jetzt vielleicht mal ja. auf die Karte schalten. Ja, verdammt, ich hab vergessen, Scheiße, ich welchen hab Wegpunkt. 1% Schaden schon an der Ladung beginnt ist. Du bist So, Lelek, wahrscheinlich an der wo bist denn Kurve du da hängen angeeckt? geblieben. Glaube ich auch, ja. So, es liegt gerade ein bisschen extrem. Entschuldigung. Oh, da kommt ein Konvoi. Das heißt erstmal warten. Ja. Wie viele sind's denn, was du siehst? Guck mal auf Tab. Zwei noch? Genug! Ja, guck mal auf Tab, dann weißt du, dass es genug Ach sind. du Scheiße! Fuck, das sind ganz schön viele. Im Gegenverkehr kommt noch was. Na. Aber heute haben wir echt schon ein paar nette Menschen getroffen. Ja, Gerade wo das wir ist dann in der nett. Werkstatt gestanden waren, war einer vor mir Links gestanden. kommt nichts Habe ich mehr, ihm aber rechts kommt geschrieben, noch. bitte geh weg. Hat er gemacht. Und Bitte mach uns dann, wie ihr Platz. gesehen habt, jetzt bei der Ausfahrt von der Werkstatt, hat auch gewartet. Na komm, Kumpel, gib Gas. Na. Das ist irgendwie der nächste Konvoi, kann das sein? Links, Ja, rechts und drei gleiche LKWs. Platz. Ich erinnere mich ja noch, wir hatten das ja auch mal gemacht, als wir noch die Euroline waren. Weißt du das nicht mehr? Hier konfus. Hat, to hat Thomas schon wieder verdrängt. Oh, hab ich vergessen. Achtung, Thomas, Achtung. Kurzer Leck bei mir. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, ich bin einfach ein bisschen weiter geradeaus Entschuldige. gefahren. 7%. Naja, passt. Also nicht Ich so. hab nur Strafe gekriegt. Langsam LKW, ich sag ich immer, es ist Wayne. Ja, 7 am LKW, 3 am Trailer. Das kannst du reparieren, aber im Trailer Naja, sind wir und beschissen. nebenbei, hier haben wir das Geld. Ja, bis auf Max. Genau. Deswegen ist für mich 1% schon fast der Weltuntergang. Anhänger. Oh Gott, halt die Backen da drin. Man muss nicht immer hupen, nur wenn man Leute. Jawohl, Lichthupe Was ist war? okay, wenn man sich sieht. Wenn man sich sieht, Lichthupe ist okay, aber. Bei mir hat er guckt. Okay. Bei mir hat er auch gehupt. Von Huperei her? Ne, mir hat er Lichthupe Ich gemacht, habe keine Hupe gehört. der zweite. Der Ja, zweite Lichthupe ist nicht Lichthupe. schlecht, das stört ja nicht. Ja. Jetzt soll ich aber auch mal Gas geben hier. Ich habe einen ziemlich großen Abstand. Ich bin gleich bei 90. Ich war 93. Ja, das ist kein Problem für mich. Ich bin jetzt auch Egal. schon wieder bei 90. Ja. Da war nur rechts! Ja, Warum netter seid ihr links, so ne? rechtsorientiert? Immer. Ja, besser als links oder religiös extremistisch. Ja. Ja. Ah, den haben wir ja bald wieder. Hey, komm, meine wir warten ganzen. ist voll in Ordnung. Ja, ich weiß. Hab zu spät geblinkt. Ich bin mir was übel? Du darfst nicht mehr mitfahren. Ja, du bist gebannt. Bitte entferne Okay, ich dich. klicke bei der nächsten rechts ab und fahr zurück. Okay. Na. Wahrscheinlich, oder? Ich fahr mit und kontrolliere. Thomas fährt auch wieder und kontrolliert, ob du kontrollierst. Ja. Und ich gebe schon lange meine Fracht ab, ne? Genau. Ja. Genau. Und Na dann ganz treffen wir uns toll. in Milano. Ja, genau. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich. Jau. Wahrscheinlich. Okay, davon drehe ich um. Okay. Alter. Oh nö, Mautstelle, meine Mautstelle. lieben Freunde. Ja. Ist das Da ein vorne kann ich Vierer? umdrehen. Ja. Ja. Gut. Seht ihr? Dran denken, Leute, bremsen. Und ja. Ich sag's nur. Nee, Spaß. Oh nee, du ernsthaft. Was machst du? Nicht bei mir rein.
Zu spät, ach, nee, ist die Spieche drin. Pfeife. Max, normal ist, wenn man einen großen Konvoi hat, ach, der erste links, der letzte rechts. Ja, sorry. Für die Zukunft. Jetzt muss ich auf Nepo, jetzt muss ich auf Nepo warten. Ich bin immer gewohnt, dass ich rechts bin. Entschuldigung. Ja, weil rechts LKW-Spur ist, aber... Ja, genau. Ich zieh schon an. Dass wir halt alle gleichzeitig quasi... Alles klar, Mäßerchen. Ja. Oh Gott, die Scheiße. Ja, da ist er wieder. Mensch, Thomas. Ich wollte ein bisschen drängen. Mensch, Thomas. Gib doch Gas! Alter, das da ist kein D-Zug. Karl. Ja, Karl. Ich hätte Heißung auf Hände, also lass mich. Karl. Karl. Am Mann hat ganz schön gegrummelt. Und nur Hände konnte ich predigen. Karl. Und ich töte Menschen, ich töte... Das Menschen tötet das Menschen! Das sind zwei Paar Schuhe. Ja, ist gut. Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Ja, gut, ja. Ja, gut, ne? Ja, oh, gut, ja. Oh, das wusste no. ich nicht. Ah, oh. Und hast du da über den Brot. Oh, ja, das muss wehgetan haben. Oh, ja, Du hast ein ganzer Troll zerschiffen und du hast den Captain mit einer Harpune aufgeschickt. Scooby, gut, dass die Kinder nicht an Bord waren. Okay. Nee, der hat mir den Eiskulturm getrieben. Das war's. Ja, genau, ja. Karl, Nepo? wo sind die anderen Rechnungsboote? Hm, wenn ich mir die Zirkulation von Sonne und Mond anschaue, müssen sie irgendwo ganz tief am Meeresgrund liegen. Nepo, wie voll ist denn dein Tank? Was sagen, Domme? Wie voll ist denn dein Tank? Hab ich jetzt nicht vergessen? Nein, wie voll dein Tank ist. Was? Wie voll dein Tank ist? Mein Tank? Ich hab noch 923 Liter. Autsch. Ja, Nepo hat ein bisschen stark gebremst. Was? Ich bin noch ziemlich voll. Oh, halt die Schnauze! Scheiß Türke, sei froh, dass ich dich auf die Autobahn gelassen habe, du Penner. Mann. Ja, der eigentlich hätte er warten müssen. Ich hätte nicht rauflassen müssen, auf die Autobahn. Von der Abfahrt von vorhin. Ich sehe jetzt gerade nichts, was hinter mir ist. Ah, doch, da ist die. Da, der nächste Mautstelle. Weil das ist wahrscheinlich bloß eine Dreier oder so. Ein Zweier, glaube ich. Ein Zweier, ja. Ja, es sieht nach einer Zweier aus. Ist eine Zweier. Ja. Also Max links, Nepo rechts, ich links, Thomas rechts. Jawohl, ja, Meister. Genau. Meister jeder. Meister das jeder. Jawohl, das weiß ja jeder. Ach, verdammt, ich bin dagegen gefahren. Ja. So, ich Stufe angehalten. Und ich wäre fast gegen dich gefahren. Und muss 8 Euro zahlen. Wuchererpreise, scheiß Wuchererpreise. So ein alter Sack, der dir darüber fluchen müsste, müsstest du jetzt spielen. Ja, lass Walter mal drüber abziehen, ey. Der hat Gas. Die dunkle Macht erlaubt es mir, an dieser Baustelle kostenfrei durchzufahren. Ah, alles klar. Ich hab's schon mal geschafft, kostenlos an der Baustelle vorbeizukommen. Ja. Super, die Navi erzählt nicht. Nein, da ist egal, ob du durch die Schranke oder durch das offene fährst, da wird's abgebucht. Achso, ja, stimmt, ja. Ja. Ja, wie hast du das dann gemacht? Über Grasstreifen rechts. Achso. Ja, da hat's mich irgendwie neben die Leitplanke gekauft, also bin ich einfach da weitergefahren. Ich frage mich, was passiert, wenn man an den skandinavischen Baustellen denn im Gegenverkehr durchfährt. Wird auch abgebucht. Echt? Scheiße. Ja, bloß bei der Schranke kommst halt nicht durch, ne? Genau. Ja, bei der Schranke, ja. Da hast du dann ein Problem, ja. Aber durch die offene Stelle kommst du. Also, kommst du durch, Max, ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir, dran liegt, dass du leckst, aber bei dir macht irgendwie deine hintere Warnleuchte, macht irgendwie bei mir ein Flackerlicht. Die flackert bei mir total. Weißt du, wieso das so ist? Warum? Die dreht sich. Nein, ich meine nicht so, sondern ich meine so wirklich zack. Hack die, wie in der. Die leuchtet nur manchmal in dein Gesicht. Ja. Den Rest der Zeit dreht die sich und leuchtet woanders was? Hin. Das mich doch einfach ausreden lässt. Ach, Nepo. Ja, das dreht sich. Ja, eben, das dreht sich. Na, Philipp? Der Clan. Ah! Oh! Dafür kann ich nix! 34. Ich an, du Scheißteil! Guck bloß, ob was kommt. Entschuldigung, dass ich so fahre, wie ich fahre. 34%. Tut mir leid. Ich habe. Scheiße, nicht ein, ich hab auch Schaden. Ich hab 23. Nee, ich hab 35 an der Zugmaschine und 9 am Trailer. Oh. Erneut, es tut mir leid.
Ja, ist ja. Ja, du kannst nichts dafür, das war dein Du kannst nichts dafür, das stimmt. Ich hätte mich aufmerksam verhalten sollen. Mhm. Und nicht so dicht auffahren sollen. Wie hat's beim Motorradführerschein-Kreisen immer vorausschauend und aufmerksam fahren? Ja. Das gilt aber für Motorräder, nicht für LKWs. Das gilt eigentlich bei allem, was du fährst, aber egal. Nein, für Auto gilt das nicht. Witz. Ja, das war ein Scherherz. Halt's Maul. Die muss ich mal rausgraben. Nein. Irgendwie so als Ding nehmen. Nein. Das war ein Scherherz. Nein. Einfach nur nach Hause. Oder dann okay. Okay. Nein. Okay. Okay. Das machst du nicht. Nett. Nett. Nix. Mm-mm. Schau, ob ich noch ein paar CDs hab, die ich noch nicht gehört hab. Mm-mm. Nix hast du. Nix. Doch, da hab ich noch eine. Nix. Hoppala. Geh halt auf, ey. Oder 15, Thomas. Schranken sind bei mir offen. Warte, ich fahr erstmal hier. Ja, ja. Rüber. So, jetzt lass ich dich hier wieder vorbei. Bei mir ist auch offen. Bei mir auch. Lippo? Ja, lass er heute nicht. Meine Motorfehlfunktion. Fahr schon, Max, fahr. Naja, ich bin bloß aus der Spur gekommen, weil ich die CD eingeräumt hab. Die CD da? Die CD da, Samantha Zehner Center. Och Gott, der Ketchup-Song. Das wird wie heißt der wieder? Wie geht der? Kenn ich nicht mal. Ja, Ketchup-Song. Oh doch, ja. Soll ich ehrlich sein? Ich kenn den nicht. Nein, du machst es jetzt nicht an. Mann, auch. Weil Because of Gamer und so ein Scheiß, wenn das da ist. Ach, da kommt schon entgegen, alle mal Vorsicht! Nur einer. Aha, Motorfilmton. Merk ich nicht. Da hab ich aber, hobby habe, hibidi hi. Oh, hör bloß auf, ich hasse den Zahn. Ich auch. Ich mach ihn weiter. Ich mag aber Ketchup. Ja. Der Ketchup-Schnitzelbaum ist gar nicht, ne? Na so, warum sind mal weniger Motorleuchten an? Wieso heißt es Ketchup-Song? Ich auch nicht. Weißt du, beim Ketchup-Essen wahrscheinlich gibt, irgendwie... Checken die Text nicht? Ja, wir verstehen's nur nicht. Ja, ne? Oh yeah, CC Top, yeah! Ja. Oh, das ist im Radio. Oh mein Gott, was macht der da vorne? Wer fährt wo lang? Du bist ganz schön weit rechts gewesen. Ja, ich weiß, ich hab grad Musik angemacht. Vorsicht, Jungs! Warnleuchte! Da vorne ist einer sehr langsam. Der schleicht! Drum wieder so einer. Der hat gerade einfach mitten auf der Bahn gewendet. Cool. Ja, dann stellst du die Ausfahrt verpasst an der. Nee, Bro, Warndinger aus. Du brauchst noch nicht mal anhaben. Wieso? Ich muss warten, wenn wir plötzlich anhalten müssen. Muss man ja durchgeben. Wir fahren doch. Eben. Das kannst du machen, wenn du auf der Autobahn im Stau stehst. Die Fahrschule. Oder wenn Stau kommt. Ja. Dann macht man das, ja. Komm, Kumpel, bieg irgendwo ab, ey, dass wir dich weg haben, du Pfeife. Müssen wir davon abbiegen? Nein, wir müssen weiterfahren. Alles geradeaus. Ajo. 16 Kilometer, dann ist das Ziel da. Ja. Noch 2055 Kilometer, dann ist das Ziel da. Der fährt doch schon schneller, bleib mal ruhig hier. Ja, ja. Was mal, lass den doch mal beschleunigen, Mensch. Ist auch noch ein armer Volvo. Ja. So, er fährt ein Volvo, dann sag ich nix. Max. Muss eh gleich bei Triad raus. Ach so. Also fahren wir weiter bis zur Werkstatt. Ja, wir fahren genau. Oder wir fahren mit drauf und fahren dann gesammelt wieder. Können wir auch. Alter, was hat der jetzt vorgehabt? Und ich hab nicht auf die Uhr geguckt, geil. Was hatte der jetzt vorgehabt, ey? Naja, Paris ist nicht mehr weit, denke ich. Jedenfalls zur Werkstatt, auf geht's. Ja, ich hab einen Wegpunkt, ja, das ist nichts mehr weit, echt, ne? Dann überhole gleich, ich fahr gleich lang, ich tucker gleich langsam. Gut, Dommel, fahr durch, so das ist frei. Was ist frei? Ich hab den Wegpunkt nicht, ich soll es überholen, damit du den Wegpunkt. Oder du hast ihn doch. Da vorne links. Okay. Fehlfunktion! Direkt vor mir, beziehungsweise hinter dir, Dominik, ist einer gespawnt. Fehlfunktion. Lass gut, Dominik? Ja. Da kommt einer, Vorsicht, und der fährt ein Mercedes. Vor allem, der hieß noch Opa, sorry und. Alter. Opa, sorry! Ja! alles klar. Ella, hilf bei dem. Lepos, gehört da vorne links.
Ja, ja, ich fahr schon links. Was krieg ich abgezogen? 5. Ja, gute Arbeit, wie viel? 301 Euro und 21 EP. Ich bin Level 7. Oh. Hacker. Hacker. Machen wir mal wieder hochwertige Fracht, eins mehr. So what, Zed? Ach du Scheiße, leck das hier gerade in Paris. Hier ist verdammt viel los anscheinend, wie es aussieht. Neue Ausrüstungsteile, was krieg ich? Toll! Ich krieg bloß wieder irgendeinen scheiß Schlampenbügel. Hier ist gar nicht so viel los. Oder, wow, ja. Doch jetzt? Ja, ein bisschen. Bisschen. Also gerade wo da kam, you enter the city, ging's bisschen runter. Ja, ein bisschen, enter the city, fuck. Ich komme, meine Freunde. Min Friends. Min Friends. Fisherman's Friend. Nepo. Wo willst du hin? Ja. Wo willst du hin? Zur Garage. Das, ja, das ist die Garage, aber nicht die Werkstatt, weißt du? Ja, da will ich doch hin. Wieso? Ich will sie kaufen. Wieso? Achso. Ich hab sie ja nicht. Ich schon. Ich hab sie auch. So, schon fahr ich wieder hinterher. Keine Sorge, ich bin schon wieder unterwegs. Ja, aber da ist der Motor schon wieder ausgelaufen. Ausgelaufen? Ausgelaufen. Dein Motor ist ausgelaufen? Ja, dann würde ich mir aber Sorgen machen. Ey. Aus. Also, Panik schieben. Da würde ich mir echt mal Gedanken. Motor 5 funktioniert im Stand, geil. Ja, geil. Bei mir ja gerade auch. Ja, am besten noch, wenn der Motor ist. Fliegt da gerade einer? Wo? Ja, direkt vor dir war doch gerade einer irgendwie. Nö. Achso, doch, ja. Cool. Ich hoffe, das sieht man in deiner Aufnahme. Ne, so sieht man nicht. Ah, Mensch. Sieht man leider nicht. Ah. Nein! Nein! Ein MAN meldet mitten auf der Straße und blockiert die Katze! Nein! Was denn hier ist los? Böse Wort Nummer 11. Ja! An der Werkstatt! Ich lass ihn erstmal raus, Nepo, ne? Ja, ist auch besser so. Oh, it's raining man! Alter, ist das ein Wichser! Dominik, kennst du das noch? Was? It's raining man! Ja! Läuft it's gerade! It's raining, hier, it's raining! Nein, was fetten, was transportiert denn der da? Böses Wort Nummer 11. Nein, das nicht! Der ein Scania fährt hier gerade und der transportiert. Scanias! Yeah! Scania, der Scanias transportiert! Läuft bei dem! Der hat's verstanden, der hat's verstanden, der nimmt gleich 3 oder 4 mit! Ja. Der hat genau. Falls einer kaputt ist, kann er den zurücklassen. Ja, der. Oh, hat wollen wir jetzt zum Hotel fahren? Ja, und zwar schnell. Wir können auch langsam fahren. Jetzt hab ich mir extra einen Wegpunkt gesetzt. Nein, schnell, okay. Ich will hier weg. Besonders, weil ich der Duff jetzt Tatsache, der kommt mir gerade entgegen. Weil dieser Motherfucking cool. Duff mich gerade alle abgedrängt hat. Hat cool, mitten Alter. An der alten Einfahrt. Ich könnte kratzen, ich will weg hier. Halleluja, it's raining man. Das scheiß ich sogar. Schöner wär's, wenn es mal rum regnet. Hallo Max! Hey. Genau, Max hackt und hat grün. Genau. Hat er ja auch, Pinky, wenn du mal überlegst. Ja, trotzdem hat er gehackt. Ey, ich bin hier der Hacker, nicht er. Thomas Warum? Ist der Hacker. Thomas ist der Hacker, Thomas hat immer an. Stimmt, ich hab. Genau. Pinky, stimmt, Pinky hat für uns die Ampel rot gehackt. Ja, damit ja. Max grün hat, genau. Ja, genau. Damit ich auch klar. Noch rumstehe. Thomas, du bist darf, halt ne? Freundlich. Was? Du bist halt freundlich. Genau, ich bin halt. Ich bin. So dir bin ich freundlich, genau. Ich werde mit euch die nächste Ampel, habt ihr auch rot, kurz vorm Hotel. Nämlich nochmal eine. Bis jetzt ist noch grün. Ja, der die wird so rot. Die wird rot. Max, was machst du? Erdbeertage. Die Ampel hat die Erdbeertage. Hör auf die Ampel zu hacken! Ja, wir halt sind hier nicht in Watch Dogs. Genau! Und wenn doch. Wir hacken hier keine Posten wie Ampel und so. Wir sind da nicht, ich dachte wir sind da. Nee. Watch Dogs fährt man keine Auflieger-Lastwagen. Und besonders keine europäischen. Hey Pinky! Was denn? Warum fährst du rückwärts? Darum. Thomas, weißt du, was ich lustig finde? Nicht erschrecken, wenn ihr an wenn ihr reinfahrt einen Mercedes seht. Okay. Thomas, weißt du, was ich gerade festgestellt habe? Was denn? Die Ladungssicherung von meiner Ladung bringt irgendwie nicht so. Wieso? Oh, entschuldige. An den Innenseiten von den Ketten jeweils einen Balken und hinten einen Balken und vorne einen Balken. Ah ja. Und das soll was bringen? Anscheinend. Ja. Die müssen die Ketten um den, müssen den Ketten, Ketten durch die, die müssen die Verankerungen, die, verdammt. Gib nicht an, mit was du gerade keinen Plan hast. Ja. Ich weiß auch. Eben schon, mir fehlen nur gerade die Worte. Ja, ich sag's ja.
Gib nicht an mit was du gerade keinen Plan hast. Hm? Boah, Maxi, ich könnte dich manchmal einfach abwürgen. Ja, dumm gelaufen, ne? Huch, irgendwo bin ich gerade gegen gefahren. Nicht. Der Mercedes sieht schon irgendwie blöd, obwohl seine Lackierung mit dem Anhänger gut übereinstimmt, das muss man schon sagen. Die Lackierung von Laster und Anhänger stimmen gut überein, das muss man ihm lassen. Nö. Muss man nicht. Doch, das lasse ich ihm. Ne. Ey, schon! Wir sind nicht mehr in einem freien Land. Genau. Ja. Wenn wir in keinem freien Land sind, dann hau ich ab. Okay. Ich mach das. Okay. Da, weißt du das nicht? Das Nepo. Ich meinte in real life. Oh. Zigeuner. So, das war's erstmal mit der nächsten Folge. Ob Nepo abhaut oder nicht, seht ihr dann. In der nächsten Folge das Mysterium bleibt. Tschüss. Tschüss.